Und herzlich willkommen hier auf Stempelharmonie. Ich habe heute eine Weihnachtskarte für euch mit einem neuen Stempelset aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und diese Karte werde ich nämlich verschenken an meine Kundinnen, die bei mir bestellen. Und zwar so, dass sie die Karten selber nochmal verschenken können, also praktisch als Beilage. Ich hoffe, sie werden sich auch darüber freuen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich die Karte gebastelt habe, dann bleibt dran. So, da habe ich jetzt als erstes wieder eine Karte, ne, ein A4-Blatt, wie sie mir immer zuschneide. A4-Blatt längs in der Mitte durchgeschnitten und dann nochmal in der Mitte gefalzt. Das sind 10,5 mal 14,8 circa. Also, ne, A4-Blatt in der Mitte gefalzt bei 14,8. So, und dann brauchen wir noch ein Stück weißes Papier. Das ist. Hier habe ich wieder mein Falz- und Schneidebrett. Das nehme ich immer dazu zum Zuschneiden. Das ist 5,5 breit und auch wieder 14,8 lang. Auch in weiß. Dann habe ich mir, ja, Tapete. Ich habe ganz viel Tapete noch zu Hause aus Tapetenbüchern und so weiter rausgeholt. Kann man natürlich genauso gut mit Papier machen. Das wäre dann in der Farbe Vanille. Das ist breit 5 cm und auch 14,8. Und dann habe ich das Stanzenset mit den Sternen genommen von Stamping Up. Vielleicht habt ihr ja die Sternkollektion. Vielleicht habt ihr die ja noch zu Hause oder Alternativstanzen, weil die gibt es leider nicht mehr. Sehr, sehr schade. Ich habe einen einzigen Stern gefunden und das ist in Zeltholzkiste. Der ist hier dieser kleine, den habe ich dann auch verwendet. Mir in Weiß einen Stern rausgestanzt und vorher einen Kreis mit der Handstanze. Hier. 1¾ Inch Kreisstanze. Also erst im weißen Papier den Kreis ausgestanzt und dann mit dieser Stanze hier drin den Stern ausgestanzt. Und ja, das ist der einzige Stern, den wir jetzt aktuell noch haben, leider. Aber vielleicht habt ihr ja noch Alternativen. Ansonsten kann man das nämlich ganz gut so zusammenknöpern. Ich habe hier auch Tapete, das wäre im Farbton ungefähr vom Petrol. Gibt es ja leider auch nicht mehr, ist raus, aber Bermuda Blau kommt dem am nächsten. Und da habe ich dann hier so eine Lochzange genommen. Oder nehme ich dann einfach so eine Lochzange. So, mache hier ein Loch in die Spitze vom Stern, also durch beide durch. Man könnte die natürlich zusammenkleben, aber ich finde das so schöner, weil das halt ein bisschen absteht. Und dann sucht ihr euch einfach passendes Band. Dieses hier zum Beispiel. Das ist jetzt auch von mir zu Hause. Aber ich verlinke euch eine Alternative von Stamping Up, die man auch bestellen kann, weil das Band ist schon sehr alt. Das habe ich irgendwann mal bei eBay ersteigert. So, und dann schneidet ihr euch hier halt was von ab. Knöpert das hier so durch. Durch das Loch. So, dann könnt ihr das praktisch hier unten festknöpern. Das würde dann praktisch hier so aufliegen und hier dann oben befestigen. Ihr könnt es aber auch durchziehen und hier oben einen Knoten reinmachen und dann hier oben befestigen, sodass derjenige, der die Karte bekommt, sich das vielleicht sogar noch abnehmen kann und dann an den Baum hängen kann. Nur mal so als eine Alternative. So, ich habe es mir mal ein bisschen länger wieder abgeschnitten. Dann binde ich mir das jetzt hier oben so zu. Und dann ist es breit genug, dass ich mir das hier so rumlegen kann. Jawohl, so mache ich es. So. Das kann dann ruhig rausgucken aus der Karte. Sieht ja ganz süß aus, wenn da ein bisschen was rausguckt. So, und wie gesagt, wenn ihr keine weiteren Sterne habt, dann würde es ja rein theoretisch auch schon reichen,
Wenn ihr euch hier den Anhänger so ranmacht, dann kommt hier ein Spruch hin und dann ist es halt eine schlichte Karte, aber trotzdem sehr hübsch. Ich habe mir jetzt aber, wie gesagt, noch was ausgestanzt und zwar hier ist halt das Herzchen von dieser Stanze noch, das brauchen wir auch, also nicht wegschmeißen. Und dann habe ich mir halt mit den drei kleineren Stanzen die Sterne ausgestanzt. So, ich muss mal kurz gucken, wo die hier überhaupt sind. So. Auch aus Tapetenreste, aber die entsprechenden Farben Aquamarin und Lindgrün. Das ist ja eine neue Farbe, die wir haben. Und dieser hier entspricht ungefähr Granit oder Saharasand. Könnt ihr euch auch selber machen mit dem Holzstempel, den wir haben, und dann einfach Struktur aufbringen. Also mit dem Stempel erst aufstempeln, dann das Herz daraus stanzen. Und zwar mit der Farbe eben Granit oder Saharasand. Und dann habt ihr auch hier so eine Holzstruktur. Holz passt immer und überall, finde ich. Und ja, ich habe mir die Farben gewählt, weil ich es halt eher frostig mag mit Türkis und nicht so üblich Rot- und Grüntöne. So, wenn wir das haben, also ich klebe mir das hier jetzt erstmal auf. Das mache ich wieder mit Abstandhaltern. Ich habe dafür wie immer meine Rolle, die immer noch nicht zu Ende geht. Ich überlege gerade, ob ich das hier erstmal fest aufklebe oder ob ich das auch mit Abstandhalter mache. Nee, die klebe ich jetzt fest auf. Und zwar nehme ich mir da unser Mehrzweckkleber. Und schmier mir den jetzt ein. Den Aufleger. Kleb mir das Ganze dann hier jetzt fest. Hier. Es würde toll aussehen mit dem Prägefolder Tiefenprägeform Wellpapier. Also wenn ich habe ja hier auch so ein bisschen Muster drin, aber das kommt halt von der Tapete. Und wenn ihr zum Beispiel das Vanillepapier mit dieser Form prägt, dann wird das auch echt schön aussehen. Definitiv. Kann ich euch nur raten. So. Dann klebe ich das jetzt auf, aber mit diesen Abstandhaltern. Also mit doppelseitigem Foamtape, Klebeband, wie auch immer. So, das mache ich hier ein bisschen so, weil ich ja da noch was hinmachen möchte, rumlegen möchte. So, den mache ich hier ungefähr ran. Ich hoffe, das ist jetzt gerade, weil ich sehe gerade nichts durch die Kamera. Aber dürfte ungefähr hinkommen. So, und hier mache ich jetzt erstmal den Stempel hin. Und zwar nehmen wir da das Stempelset Weihnachtliche Vielfalt. Und da gibt es hier ganz tolle Grüße. Dann nehmen wir uns erstmal einen großen Block. Ich nehme hier den. Ich glaube, das ist der H-Block. Und hier suche ich mir jetzt schöne Weihnachten aus. Und mache die hier schön am Rand. Moment, ich muss erstmal umdenken. Lege mir das jetzt einfach mal hier hin. Ah, wenn die so schön kleben, dann klebt das auch an den Händen und dann ist es echt ein bisschen ätzend, das ranzukriegen, raufzukriegen. So, Hauptsache, das ist jetzt gerade. Muss mal durch die Kamera gucken. Nee, das ist jetzt verrutscht. Super. So, ist gerade, ne? Dann nehme ich mir den und mach so, dann habe ich das nämlich definitiv gerade. Und dann nehme ich mir das Stempelkissen Bermuda Blau
Und dazu passend könnt ihr halt auch diesen Farbkarton dann nehmen, weil dann passt das auch wieder zusammen. Auch im Türkiston, also hier haben wir praktisch mehrere Türkistöne drin. Dann vorsichtig mit Farbe tränken. Und dann kommt es hier mittig hin. So. Ich versuche es so mittig wie möglich. Ich hoffe, das ist was geworden. Ja, es war ein kleiner Abstand, aber das nicht weiter wild. Jo, so sieht es doch schon mal sehr nett aus. Dann kann das hier wieder zu. Es macht sich übrigens auch gut mit dem Stamperatus. Dann könnt ihr nämlich das Papier so reinlegen, den Stempel raufsetzen, umklappen und dann habt ihr es genau da, wo er hin soll, ne? Wo ihr es vorher aufgebracht habt, den Stempel, also positioniert habt. So, hier nehme ich wieder meinen Stamping Scrub, wie eigentlich immer. Und meinen Stempelnebel. Und ziehe mir die Stempel jetzt halt hier durch auf der feuchten Seite. Hier sind auch Regentropfen oben, deswegen ist das die feuchte Seite. Und hier ist die trockene Seite, hier ist nur Sonne zu sehen. Und da rupfe ich mir den Stempel jetzt einfach nochmal drüber. Dann ist er trocken und sauber und kann wieder zurück in die Box. So. Und dann machen wir hier weiter. Und zwar Position. Na, ich mache mir jetzt erstmal hier ein paar Kleber hinten drauf, weil die werden ja dann sowieso aufgeklebt. So, und dann lege ich mir die jetzt erstmal hin. Der kommt hier so mit drin und der hier so. So, jetzt habe ich das. Und jetzt wird das hier einfach hier oben praktisch festgesteckt. Und kann dann so runterhängen. Dann sitzt es trotzdem. Hier habt ihr noch einen kleinen süßen Schniebi. Und ja, und das fällt halt hier so schön. Ne? Und das kann dann praktisch der Beschenkte oder die Beschenkte sich abnehmen und am Baum hängen, wenn er da möchte. Ne? Also die Option ist dann offen. Fand ich sehr süß. Habe ich natürlich bei Pinterest schon mehrmals gesehen, aber da wurden die halt immer aufgeklebt und ich dachte mir, nö, warum denn verschenken diese Option, ne? Also kann man doch gleich so als kleines Mitbringsel. Und so ist die praktisch schon fast fertig. Ich mag es halt noch ein bisschen mehr mit Glitter. So ist es halt jetzt schön, naja, natürlich kann man sagen, also einfach gehalten eher. Ich habe hier jetzt noch ein paar, na, Worte kommt. Pailletten. Und suche mir halt ein paar raus. Die Pailletten habe ich hier von Kick mal gehabt. Und es irgendwie nie genommen. Aber jetzt habe ich mir mal gesagt, ne, es wird mal Zeit, mit ein paar Pailletten rumzuspielen. Und deswegen nehme ich die jetzt einfach mal. Bei Stamping Up haben wir auch sowas. So ein paar Pailletten sind auch schöne bei. So, und die lege ich mir jetzt dann immer erstmal rauf. Hier sind halt auch verschiedene Türkistöne. Das finde ich mal ganz klasse. So ein ganz dunkler ist da noch bei. Und dann habe ich natürlich auch noch, eigentlich noch silberne, aber die silbernen lasse ich jetzt weg. Ich habe hier noch kleine Sternchen. Die finde ich auch ganz toll. Dann nehme ich mir meine Pinzette mal raus und suche mir hier auch die Türkisen raus. Weißt du, welche würden denn noch passen? Die hellblauen? Nee. Die silbernen vielleicht doch? Oder vielleicht goldene? Ja, ich lasse das so. So ein paar silberne, die mache ich dann. Ach, silberne. Türkise, hier mache ich dann noch ran. Und vielleicht hier in der Mitte würde das gut aussehen. Na, gehst du jetzt mal dahin? Vielleicht auch nicht schlecht, ne? Mitten in der Mitte sieht voll süß aus. So, und ich finde, das reicht schon.
Und da hat man dann halt hier eine schnelle, wunderschöne Karte. Sehr schlicht an sich gehalten, außer mit ein bisschen Bling-Bling halt. Ein bisschen Farbe ist mit drin und trotzdem sind die Töne richtig schön pastellig und hell und freundlich. Und nicht so typisch weihnachtlich, aber jeder wie er will. Ne, geht natürlich auch mit anderen Karten. Aber sie ist schnell gemacht und sieht echt hübsch aus. Und ja, ich hoffe, meine Kundinnen werden sich freuen. Ich werde da noch ein Stück Cardstock reinlegen und das halt selber beschriften. Und zwar mit dem Stempelset zum Dank. Und da kommt dieser Stempel halt mit rein und dann noch ein paar persönliche Worte von mir. Und werde das halt, wie gesagt, nur reinlegen, damit sie die Karten dann auch noch selber verschenken, beschriften und verschenken können. Ja, das habe ich mir so gedacht. Ich denke mal, das ist eine schöne Idee und schauen wir mal, wie sie denn ankommt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Alle Angaben stehen unten in der Infobox auch, wo ihr bestellen könnt. Also Link und so ist alles unten in der Infobox. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.